Luftverkehrspunkt Frankfurt lautet das Motto heute Abend, ausgebremst durch Schwarz-Grün oder gerüstet für die Zukunft. Wir hatten bei einigen Vorgesprächen, die wir hatten, dann war so gesagt, was wollen wir denn heute Abend eigentlich rausbekommen? Und wir haben zunächst mal gesagt, zunächst mal wäre es schön, wenn wir heute Abend eine Antwort auf diese Frage bekämen. Wie sieht es denn aus mit dem Luftverkehrspunkt Frankfurt? Ist er ausgebremst? Wird das forciert? Was macht Schwarz-Grün mit dem Flughafen? Und wir haben auch gesagt, wir wollen das aber mal in dieser Runde ohne die üblichen verbalen Aufrüstungen, wie sie bei vielen Thematiken oder bei vielen Podiumsdiskussionen sind, diskutieren. Nämlich unter dem Eindruck, wie geht die Reiseindustrie, wie geht die Tourismusindustrie, wie geht die Travelindustrie mit diesem Thema um? Aus meiner Sicht gehört der Frankfurter Flughafen zu den Perlen der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Ich bin manchmal erstaunt, wie man mit Perlen umgeht. Die sollte man eigentlich etwas pflegen und nicht immer draufhauen. Möglicherweise entspricht das Ganze aber der Kultur in Deutschland. Das Draufhauen ist ja wesentlich einfacher als das Pflegen. Ich glaube, man muss sich in unserer Gesellschaft irgendwann mal entscheiden, was man denn möchte. Wir sind eine Wirtschaftsnation, wir haben 80 Millionen Einwohner, Mitbürger und ich glaube, wir alle hängen an unserem Wohlstand. Für diesen Wohlstand muss man etwas tun. Verstehen Sie mich nicht verkehrt, wenn es darum geht, seltene Krötenarten zu schützen, und ich weiß, das mag ein relativ plakatives Beispiel sein, dann bin ich durchaus dafür, dass man für die auch einen Tunnel baut. Weil es gibt genügend Arten, die schon ausgestorben sind. Nur irgendwie und irgendwo mit müssen Sie das Geld verdienen, um diesen Tunnel bauen zu können und sich diesen Luxus auch leisten zu können. Und dafür ist, glaube ich, eine florierende Wirtschaft entsprechend notwendig. Und ich würde mir wünschen, von der Gesellschaft und auch von der Politik, wenn man sich dem etwas klarer bewusst. Das ist natürlich in den politischen Parlamenten so, da geht das quer auch durch die Fraktionen, dass je näher ein Bürgermeister am Flughafen ist, umso betroffener ist er natürlich von Fluglärm und äußert sich entsprechend. Aber es gibt natürlich auch die Frage des Images des Flughafens und das hat Herr Bremer richtig angesprochen. Ich spüre einfach, wenn man in der Presse über den Flughafen etwas liest, dann ist 80% negativ, weil wir nur über Lärm sprechen. Wir reden nicht über 78.000 Arbeitsplätze, nicht über weitere 100.000 Arbeitsplätze, die mittelbar vom Flughafen betroffen sind. Wir reden nicht vom Wirtschaftsfaktor des Flughafens. Das gerät alles ins Hintertreffen vor dem Hintergrund der Lärmdiskussion. Tarek Al-Wazir sagt auch klar, also der Flughafen ist ein Wirtschaftsfaktor. Das betont er mittlerweile. Und er versucht, hier auszugleichen, in ähnlicher Weise, wie Bouffier das auch macht. Das ist im Moment die Diktion der Koalitionspartner. Und das halte ich auch letztendlich von der Diktion her für vernünftig. Wir müssen einen Ausgleich schaffen zwischen denjenigen, die von Lärm betroffen sind, mit den Maßnahmen, die möglich sind. Und auf der anderen Seite muss natürlich die Politik auch dafür sorgen, dass dieser Flughafen nicht ständig eingeschränkt wird in seiner Funktionalität, denn es hängen viele Arbeitsplätze dran. Und deswegen ist im Moment, die Regierung ist ja noch nicht so lange im Amt, ein Abwarten festzustellen, dass man wartet, wie wird sich die Landesregierung denn jetzt tatsächlich, wenn es darum geht, Terminal 3 weiter auszubauen, wenn es um weitere Entwicklungsfragen geht, wenn die Flugbewegungen wieder ansteigen sollten, wie verhält sich dann die Landesregierung letztendlich zum Flughafen? Und es bezieht sich darauf nie. In diesem Raum gibt es keinen Menschen, glaube ich. Und auch bei den Grünen gibt es keinen Menschen, der behauptet, der Flughafen müsse weg oder der sei kein wichtiger Wirtschaftsfaktor, einer der ganz wichtigen Wirtschaftsfaktoren für Hessen und darüber hinaus. Das war nie strittig. Strittig ist die Frage gewesen und ist sie immer noch ein Stück weit, war der Ausbau richtig? Da sagen wir waren dagegen, sehen uns durch die Entwicklung auch bestätigt. Und man muss jetzt mit den Folgen umgehen, mit den Folgen, die der Ausbau sozusagen produziert hat. Ich habe hier aus dem Internetangebot von Fraport, Sie können es vielleicht von Weitem auch sehen, eine Grafik mitgebracht. Das ist die Verkehrsentwicklung, Entwicklung der Zahl der Flugbewegungen von 1980 bis 2013. Also hier an dieser Seite Rand ist die Entwicklung 2013. Und Sie können bei genauerem Hinschauen feststellen, dass das Maximum an Flugbewegungen im Jahre 2007 war
und seitdem deutlich drunter, im Augenblick ungefähr 20.000 im Jahr unter diesem Maximum. Und das würde man in der Logik einfach so sehen, das heißt, die neue Bahn war nicht notwendig. Dass man sowohl beides betrachten muss, die wirtschaftliche Bedeutung, von der schon die Rede war, aber genauso auch die Belastungen für die Umgebung des Flughafens. Und insoweit muss man die sozusagen miteinander vergleichen und kann nicht, und das steht ausdrücklich in unserem Vertrag auch drin, die Betriebswirtschaft als alleinigen Maßstab für die Beurteilung machen. Und von daher ist es aus meiner Sicht richtig, wenn man Ihre Frage, die da ja ursprünglich stand, für die Veranstaltung heute mit einem doppelten Nein beantwortet. Also Schwarz-Grün ist keineswegs der Untergang des Flughafens, aber die gerüstet für die Zukunft ist er nach meiner Beurteilung im gegenwärtigen Zustand auch nicht. Wir gucken nicht nur aus der betriebswirtschaftlichen Brille. Wenn Sie so einen Ausbau des Frankfurter Flughafens über ein Planfeststellungsverfahren rechtfertigen müssen, wenn sie durch die öffentlichen Verfahren durchgehen, dann muss eben auch das öffentliche Interesse da sein. Und das ist das, was vielleicht sehr stark im Vordergrund steht und was auch im Vordergrund stand. Also zu den Zahlen, die Flugbewegungen, die Herr Kaufmann zitiert hat, sind ja eigentlich sehr, sehr positiv. Das waren Zahlen vor der Finanz- und Wirtschaftskrise, für die sind wir nicht verantwortlich. Danach kam dann die Einführung der Luftverkehrssteuer. Das hat dazu geführt, dass wir in der Zahl der Passagiere seitdem deutlich gewachsen sind. Also in den letzten 5 Jahren haben wir ein jährliches Wachstum der Passagiere im Durchschnitt von 3%. Das ist für Europa, für Westeuropa ein guter Wert. Die Zahl der Flugbewegungen ist wegen der Luftverkehrssteuer, wegen Finanz- und Wirtschaftskrise so nicht gewachsen, weil sich die Luftverkehrsgesellschaften gucken müssen, dass sie einfach die Flugzeuge voller bekommen. Wir freuen uns über mehr Flugbewegung, aber für die Lärmbetroffenheit ist es erstmal gut, dass die Flugbewegungen eben nicht so stark gestiegen sind oder eben gar nicht gestiegen sind. Die steigen dieses Jahr erstmalig wieder an. Entscheidend ist aber, die Flugbewegungen werden immer deutlich weniger steigen als die Zahl der Passagiere. Nur ich freue mich, dass wir heute die Kapazitäten haben, die wir brauchen. Denn das Jahr 2007, was davon zitiert wurde, hatte eine Unpünktlichkeit, die lag so zwischen fast jeder dritter Flug war unpünktlich. So, und wer noch ein bisschen länger zurückdenkt, der weiß, wie die Situation hier 2007 war. Das System war absolut voll, da brauchte morgens um eine Wolke am Himmel zu sein. Ich übertreibe jetzt etwas, aber es ging kaum ein Flug pünktlich raus. Heute haben wir eine Situation, dass wir eine gute Pünktlichkeit wieder haben. Also Sie können das übersetzen. Natürlich geht eine Autobahn, die permanent im Stau ist, funktioniert auch. Sie kommen eher von an ihr Ziel. Die Frage ist halt nur wann. So, das ist, glaube ich, keine Zukunftspolitik. Ich glaube, es war ganz spannend für Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, von Herrn Kaufmann zu hören, wie die Position der grünen Fraktion ist. Und es ist sicherlich nicht zu erwarten, dass allein durch die Tatsache, dass die Grünen mit uns, der CDU, eine Koalition eingegangen sind, jetzt dieser Standpunkt sich im Wesentlichen ändert. Aber entscheidend ist nicht der jeweilige Standpunkt der Fraktion. Und ich möchte an der Stelle deutlich sagen, der Standpunkt der CDU-Fraktion oder der CDU in Hessen, dass die Entwicklung des Frankfurter Flughafens, vor allen Dingen auch die neue Landebahn, die dort gebaut wurde, für uns das wichtigste Wirtschaftsprojekt der letzten Legislaturperioden ist. Und dass wir außerordentlich froh sind, dass in einer außerordentlich kurzen Zeit von 10 Jahren das eben geschafft wurde, dass wir einen Planfeststellungsbeschluss haben, der bis zum höchsten deutschen Gericht Bestand hat und der, und das ist eine erste Feststellung von mir, Herr Ball, ganz eindeutig auch, so steht es im Koalitionsvertrag, der Planfeststellungsbeschluss vom Dezember 2007 und seine weitgehende Bestätigung durch das Bundesverfassungsgericht ist die Grundlage der weiteren Überlegungen. Das ist sozusagen die Kernaussage unserer Koalitionsvereinbarung. Mhm. Da kann natürlich jede Fraktion zunächst mal bei ihrem Standpunkt bleiben, wie man den Flughafen, wie man die neue Landebahn sieht, notwendig oder nicht. Aber was zählt, ist die Koalitionsvereinbarung. Und in der Koalitionsvereinbarung haben wir an 3, 4 Punkten festgemacht, wie wir in Zukunft die Entwicklung des Flughafens sehen. Wir sind gemeinsam der Überzeugung, gemeinsam mit den Grünen. Was sind denn die 3 Kernpunkte? Also, es ist zum Beispiel ein Kernpunkt, dass wir sagen, was das Terminal 3 anbelangt, wird die Entwicklung des Flugverkehrs der nächsten Jahre zeigen, ob die Notwendigkeit besteht, das Terminal 3 zu bauen. Der Fraport-Chef sagt ja. Das hören wir und ich sage dazu, das ist auch eine Entscheidung von Fraport. Es ist keine Entscheidung der Politik. Wir sagen natürlich gemeinsam, liebe Fraport, sorgt dafür, dass möglichst lange durch andere Maßnahmen möglicherweise dieser Bau hinausgezögert wird.
Aber es steht, um die Gegenposition zu sagen, nicht im Koalitionsvereinbarung, Terminal 3 ist für diese Legislaturperiode nicht denkbar. Warum soll der Bau denn hinausgezögert werden? Was für einen Sinn macht das denn? Der Koalitionspartner ist der Auffassung, dass möglicherweise dadurch weitere Belastungen, Lärm oder andere entsteht, die er möglichst vermeiden möchte. Perle, das ist ein gutes Stichwort. Also der Frankfurter Flughafen ist eine fantastische Perle inzwischen, vor allen Dingen auch wegen der neuen Landebahn. Herr Schulte hat es ausgeführt. Die Pünktlichkeit von 92,3%, wenn ich mich recht entsinne, im letzten Monat ist gigantisch gut. Und bedeutet, dass wir ein hervorragendes Produkt haben hier an diesem Flughafen, dass die Fluggesellschaften natürlich happy sind mit der Operations hier an dem Flughafen, wie das funktioniert. Und insofern natürlich auch die Kunden, die letztendlich in diesen Flugzeugen sitzen, die zu diesem Flughafen fliegen oder hier umsteigen, dafür auch sorgen, dass hier eine Kaufkraft hinkommt nach Frankfurt, die Hessen am Ende des Tages zu einem der drei Geberländer macht und nicht zu den anderen 13, die nämlich Nehmerländer sind. Also insofern ist der Flughafen mit dem, was er hier leisten kann, mit der Logistik, die er auf die Beine stellt, mit der Produktqualität natürlich hervorragend aufgestellt. Des Weiteren das Thema... Abseits des Lobes für die Fraport? Abseits des Lobes für die... Nein, was ja durchaus nachvollziehbar ist. Nein, das muss man einfach mal stehen lassen. Also, Herr Schulte hat es ja ausgeführt. Es gab Zeiten, da war Fraport für alle Airlines also eine Gräuel, wie man so schön sagt. Also nicht hinfliegen, weil Verspätung einprogrammiert. Und was Fluggesellschaften überhaupt nicht wollen, wenn das auch viele Menschen oft nicht verstehen, ist eine Verspätung. Das ist nicht irgendwie Nachlässigkeit der Operations einer Fluggesellschaft, sondern das hängt an vielen, vielen zusätzlichen Leistungen, die sie brauchen, um die Rotation darzustellen. Und wenn die Rotationen gut laufen, ist die Fluggesellschaft glücklich, weil die Rotation ist effizient und damit kann man Geld verdienen. Es ist vollkommen klar, dass wir in dem weltweiten Wettbewerb an Marktanteil verlieren werden. Da liegen wir auch nicht auseinander, weil es gibt Regionen dieser Welt, die wesentlich stärker wachsen, als wir jemals noch in Deutschland, in Europa oder in Westeuropa zumindest wachsen werden. Aber wissend um die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, ob das Istanbul ist, ob das Dubai ist, all das ist in Gutachten eingeflossen. Damit spreche ich jetzt gar nicht nur über die Gutachten der Planfeststellung, sondern auch über neuere Gutachten, die natürlich ein Vorstand erheben muss. Und trotzdem sagen all die Gutachter, dass wir weiter wachsen werden. Und das ist auch gut so, das ist auch wichtig so. Wir werden Marktanteil verlieren, wir werden aber wachsen. Die Wachstumsquoten, die irgendwo für Westeuropa erwartet werden, konkret für Deutschland, liegen so um die 2,5 bis 3%. Was kann ich alles tun, um diesen Fluglärm irgendwie anders wohin zu tun, damit er nicht bei den Menschen ankommt? Es bleibt das Grundproblem auf der Grundlinie, was Herr Dr. Schulte gerade gesagt hat, das werden wir auch niemals in den Griff bekommen können, aber es ist auch sehr, sehr viel schon getan worden an Anflugverfahren, an technischen Innovationen. Wenn ich allein an die Wirbelgeneratoren, die meisten werden es gelesen haben in den Zeitungen, dass die Lufthansa jetzt installiert hat an den A320ern und dieses Jahr bei allen Geräten der A320-Familie installiert werden, wo eine Lärmminderung extrem spürbar wird, sofort spürbar wird, was auch jeder Mensch messen kann und was auch jeder Mensch sehen kann. Und genau das sind die Punkte, die müssen nochmal respektiert werden. Und auch da kommt das Thema CRS ein Stück weit wieder hoch. Da wird unheimlich viel getan. Ich glaube, es wird einfach von vielen einfach auch verdrängt in dieser Diskussion. Denn die Anstrengungen sind enorm, vor allen Dingen sind die Investitionen auch enorm. Und man darf nicht vergessen, wenn man den Fluggesellschaften auf der einen Seite, wenn ich mal alle Internationalen in Deutschland mit dazu nehme, über 1 Milliarde Euro Luftverkehrssteuer aus der Tasche nimmt, dann kann man auch nicht erwarten, dass noch mehr Geld irgendwo investiert wird von Seiten der Fluggesellschaften. Da muss die Politik auch einiges tun, um den Fluggesellschaften hier zu ermöglichen und auch den Herstellern neue und innovative Technik herzustellen. Das Problem ist, meiner Meinung nach, wir spüren an den Argumenten, die ja in der Sache nicht völlig falsch sind, von Herrn Schulte zum Beispiel oder auch von Barik, nach dem Motto, wir tun doch schon alles und geben uns Mühe. Und genau das ist mein Problem. Ich sage, solange man so argumentiert, argumentiert man abwehrend und hat es sozusagen im eigenen Kopf noch nicht verstanden, wo das Problem wirklich liegt oder zumindest, wo viele es finden, dass es liegt. Das ist möglicherweise auch nur eine Minderheit, okay. Moment, das ist nämlich die Frage, das ist nämlich die Frage, dass ich mir sozusagen auch mal versuche, die Position des anderen, des Leidenden in Anführungszeichen, und der Fluglärm ist jetzt das Hauptproblem, es gibt noch ein paar andere, aber Fluglärm ist das Zentrale sicher, die zu eigen zu machen. Wenn man mal schaut, wo in Deutschland an anderer Stelle Schwierigkeiten entstehen, immer wieder neue überhaupt Flughäfen zu erweitern, wie beispielsweise Franz-Josef-Strauß-Flughafen oder wenn man nach Berlin schaut,
dann muss man sagen, dass wir hier ein Planfeststellungsverfahren haben mit einem rechtskräftigen Bescheid, in dem nach Meinung des höchsten Gerichtes die Interessenabwägung zwischen einerseits den sehr berechtigten Belangen der Bevölkerung und andererseits dem, was volkswirtschaftlich, wirtschaftlich eben ein solcher Flughafen für die Region, für Hessen und für Deutschland darstellt, dass diese Abwägung stattgefunden hat und dass die Gerichte daran keinen Makel gefunden haben. Das halte ich durch die Rechtskräftigkeit dieses Bescheides für einen ganz wichtigen Punkt. Die Frage ist doch, will ich einen regionalen Flughafen, will ich einen nationalen Flughafen oder will ich einen internationalen Flughafen? Und wenn ich letzteren anspreche, dann kriege ich plötzlich eine Diskussion, ja, ob ich die ganzen Umsteiger brauche, weiß ich nicht. Die 20 Millionen Umsteiger, die könnten wir auch woanders, die brauchen wir gar nicht, die machen kein Geschäft. Also ich denke, das wird nicht funktionieren und die Politik muss ein klares Bekenntnis abgeben zu einem internationalen Flughafen hier in Frankfurt-Rhein-Main, der diese Hubfunktion auch wahrnimmt. Und die CDU sicherlich, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Die Regierung und diese Koalition. Aber wenn ich mit diese Koalition. Naja, aber ich habe ja auch gesagt, neuerdings vorhin, das hat er ja vorhin in Abrede gestellt, der Herr Kaufmann. Nicht verstanden. Und den Kollegen mal in Schutz nehmen. Naja. Und da sind natürlich, sage ich mal, wenn ich mit Flughafengegnern spreche, sagen die natürlich, bin ich nicht gegen einen Flughafen. Ne? Windradgegner genauso. Aber wenn ich dann sage, aber wir brauchen einen internationalen Flughafen, der auch entsprechende Funktionalitäten hat, dann ist die Zustimmung deutlich geringer. Dann sagt man, das brauchen wir eigentlich alles gar nicht. Ein nationaler Flughafen tut es auch. Und das, glaube ich, ist der Anfang vom Ende. Herr Ball, wenn Sie natürlich meinen Kollegen Kaufmann nach grünen Positionen fragen, kriegen Sie auch grüne Positionen genannt. Das wollte ich auch. Aber ja, ich habe das schon richtig verstanden. Aber ich spreche jetzt hier mit ihm gemeinsam ein bisschen für die Koalition. Und Ihre Frage, bremst Schwarz-Grün den Flughafen aus? Antwort klar, nein. Ich glaube, sagen zu können, dass viele Mitmenschen, die mit Spannung diese Verhandlungen zwischen Schwarz und Grün beobachtet haben, es nicht erwartet haben, dass wir uns in diesem Punkt einig werden. Dass also der Flughafen nicht zu einem No-Go wird für diese Koalition, sondern dass beide verantwortungsvoll mit dem umgegangen sind, was sie wollen. Dass natürlich keiner seine Position durchsetzen konnte, ist klar. Ich glaube aber, dass wir hier miteinander Lösungen gefunden haben, mit denen alle leben können, Fraport auch und auch die Airlines. Die Verhandlungen über dieses Terminal 3 haben sich auch an der Frage entzündet, dass wir uns über eine Sache unterhalten, die eigentlich schon genehmigt ist, durch das Planfeststellungsverfahren. Und ich möchte nur Ihre Aufmerksamkeit darauf hinlenken, dass wir nicht gesagt haben, für diese Legislaturperiode kein T3, sondern wir gesagt haben, wir bitten die Fraport zu prüfen, aber es bleibt nach wie vor im Bereich des Eigentümers und ist kein Eingriff in die Eigentumsrechte. Also wir haben uns da sehr lange und sehr intensiv Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, das ist auch mal wichtig, das mal herauszuarbeiten. Im Jahr 2020, wie lang Nachtflugverbot? 6, 7 oder 8 Stunden? Das geht an Sie. Ich bin kein Hellseher. Was wünschen Sie sich? Was ich mir wünsche, steht in meinem Wahlprogramm. 8 Stunden. Vielen Dank. Herr Dr. Arnold, im Jahr 2020, 6, 7 oder 8 Stunden Nachtflugverbot, auch wenn Sie kein Hellseher sind, was vermuten Sie? Ich hoffe, dass die 6 Stunden weiterhin bleiben, dass der Planfeststellungsbeschluss unverändert auch dann gilt und dass wir eine gute Regelung finden, um die 7 Stunden trotzdem umzusetzen. Herr Hoppe, wird es oder die Fragestellung ausgebremst durch Schwarz-Grün oder gut gerüstet für die Zukunft? Welche Antwort würden Sie geben zum Luftverkehrspunkt Frankfurt? Ich würde sagen, ausgebremst sind wir nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf die Bremse treten, weil andere ihren Fuß am Gas haben und dann gewaltig aufs Gas treten werden. Das wäre nicht gut für uns, weder für Frankfurt noch für die Region noch fürs Land Deutschland. Herr Dr. Schulte, wird es das Terminal 3 im Jahr 2020 geben? Wir haben nur gesagt, erst 2021. Berichtige meine Frage, wird es das Terminal 3 im Jahr 2022 geben? Erstens, wir werden keine Änderung am Planfeststellungsbeschluss haben. Es bleibt bei 6 Stunden. Ja oder nein? Zweitens, im Jahr 2022 gehe ich aus heutiger Sicht davon aus, dass wir ein Terminal 3 haben werden. Aber noch haben wir keine Entscheidung getroffen. Und noch brauchen wir nicht zu entscheiden. War ja nur eine Frage. Sehen Sie. Ihr Wunsch für die Landesregierung und den Flughafen. Was geben Sie der Landesregierung und dem Flughafen mit auf dem Weg, Herr Stühle? Also ich hoffe, dass... Und formulieren Sie es bitte als Schlusswort. Als Schlusswort auch. Also gut, da könnte ich jetzt
im Prinzip ein Bibelzitat bringen. Johannesbrief an die Korinther, unsere Liebe soll sich nicht nur in Worten erschöpfen, sondern in der Tat zeigen. Also im Prinzip das, was derzeit verlautbart worden ist hinsichtlich dessen, was im Koalitionsvertrag steht, auch dann so umsetzen und nicht über andere Wege zu versuchen, das auszuhebeln.